Dann. Genau, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute, ich habe das schon im Chat angekündigt, haben wir sozusagen noch was, ein Experiment, und zwar streamt Lisa parallel das Malen ihrer Sketchnotes. Da gibt es einen Link im Chat, da kann man sich das irgendwie anschauen, und ich hatte es auf Twitter auch getweetet. Inhaltlich geht es heute um Domain Storytelling. Und dazu freue ich mich, Stefan und Henning begrüßen zu dürfen. Henning, möchtest du kurz 2 Worte über dich sagen? Ja, hallo, ich bin Henning, Coder Coach Consultant bei WPS. Und ja, wenn ich Glück habe, dann darf ich auch heute noch programmieren. Im Moment mache ich aber hauptsächlich das, womit wir uns heute beschäftigen werden, nämlich den Schritt vor dem Programmieren, nämlich das Verstehen des Prozesses in der Domäne, um dann daraus sich Architektur und Code abzuleiten. Genau, mein anderer Gast ist Stefan. Stefan, möchtest du auch kurz 2 Worte über dich sagen? Gerne. Hi, ich bin Stefan Hofer, ein Kollege von Henning. Auch ich bin eigentlich Softwareentwickler. In den letzten Jahren war mein Schwerpunkt allerdings eher Collaborative Modeling mit Methoden wie Domain Storytelling, Event Storming und das Thema Anforderungsermittlung und Domain-Driven Design. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Und ich freue mich, heute hier zu sein und euch ein bisschen was über Domain Storytelling zu erzählen. Genau, natürlich sind wir wie immer offen für Fragen an der Stelle. Und als Start haben wir uns überlegt, oder haben Stefan und Henning vorgeschlagen, dass sie einfach mal zeigen, wie das so funktioniert. Und dazu gibt es hier auch einen schönen Bildschirm, wo Stefan und Henning uns jetzt zeigen werden, wie man Domain Storytelling macht. Ja, genau, Genau. das machen wir gerne. Und wir haben uns folgendes Setting überlegt. Worum geht es bei Domain Storytelling? Es geht darum, kollaborativ zu modellieren, zusammen zu modellieren, und zwar zusammen zwischen auf der einen Seite Entwicklern und Entwicklerinnen und auf der anderen Seite Menschen aus dem Fachbereich. Und was wir jetzt vorhaben, ist, wenn man so will, ein kleines Rollenspiel. Stefan wird heute den Fachexperten geben, deswegen trägt er ein Hemd. Ich bin der Entwickler, ich bin der technische Mensch und ich werde jetzt erstmal ein Interview führen mit Stefan, um zu verstehen, was Stefan denn in seiner Domäne eigentlich so tut. Und wir haben Genau. gedacht, das soll eine Domäne sein, die ich auch im wirklichen Leben nicht kenne, damit ihr seht, wie das ist, wenn man in eine neue Domäne reinkommt und schaut, wie das funktioniert. Und ich bin Deutscher, Stefan ist Österreicher. Deswegen haben wir gesagt, wir wählen eine speziell österreichische Domäne und wir schauen mal, wie man den österreichischen Bundespräsidenten wählt. Und ihr seht, ich habe hier ein Modellierungstool aufgemacht, das nennt sich Egon.io und damit kann man Domain Stories modellieren. Als erstes würde ich hier mal den Namen festlegen, also habe ich jetzt eben gesagt, den österreichischen Bundespräsidenten wählen. Genau, und ich bin zwar Österreicher, also ich darf tatsächlich auch als Wahlberechtigter den österreichischen Präsidenten wählen. Das funktioniert also anders als bei euch in Deutschland. Es ist jetzt natürlich nicht ganz meine Fachdomäne, also da komme ich alle 6 Jahre mal in den Genuss, den wählen zu dürfen. Ich gebe aber mein Bestes. Wir feiern auch gerade 100 Jahre österreichische Verfassung. Deswegen fand ich das ein ganz gutes Beispiel, mal so ein demokratisches Prinzip da euch zu erklären, wie das in Österreich funktioniert. Okay. Genau, ja, also dann schlüpfe ich jetzt in meine Rolle als Fachexperte. Und ich habe überlegt, also ich kenne das Ganze ja am ehesten aus der Rolle eines Wahlberechtigten und das wird es auch im Wesentlichen sein, wie so ein Prozess abläuft. Und das beginnt eigentlich damit, dass mir das Gemeindeamt eine Wahlinformation schickt. Okay, ich habe erstmal verstanden, es gibt dich hier als den Wahlberechtigten, Genau, richtig? ja. Berechtigt. Tja. Wahrscheinlich gibt es jetzt nach 100 Jahren Verfassung auch die Wahlberechtigten. Und du Genau, sagst, ja, sogar deutlich früher als in der Schweiz gab es die bei uns dann. das ist schön. Okay, ich habe verstanden, du bekommst eine Wahlbenachrichtigung, richtig? Wahlinformation heißt das. Das kriege ich vom Gemeindeamt geschickt. Wahlinformation, okay.
Genau, das kriege ich so 2 bis 3 Wochen vor der Wahl, habe ich das in meinem Briefkasten. Gemeindeamt schickt dir die Wahlinformation. Okay. 2 bis 3 Wochen vor der Wahl, das schreibe ich hier dann mal als Notiz dazu. Okay, jetzt hast du vom Gemeindeamt die Wahlinformation bekommen, du als Wahlberechtigter. Warum schickt das Gemeindeamt dir diese Wahlinformation? Achso, die haben eine Wählerevidenz, heißt das. Wählerevidenz, genau. Es ist ein Dokument, eine Liste. Also da stehen drin alle Wahlberechtigten. Also das sind alle Menschen über 16 Jahre, die Staatsbürger sind und die einen Erstwohnsitz in dieser Gemeinde haben. Die stehen in der Wählerevidenz. Ich schreibe mir da mal so als zum Verständnis auf, das ist also eine Liste mit Wählern ab 16 im Wahlkreis, hast du gesagt? In der Gemeinde. In der Gemeinde. Wahlkreis gibt es. Glaube ich nicht. Ich hoffe schon, nicht so viele Österreicher zu, die mich gleich korrigieren. Okay. Genau, und anhand dieser, also das Gemeindeamt, das stellt dann halt die Wahlinformationen anhand von dieser Wählerevidenz. Daher wissen Sie, wen Sie da anschreiben müssen. Okay. Wahlinformationen schreibe ich mir auch mal auf. Okay. Das heißt also, das Gemeindeamt stellt die Gemeindeinformation zusammen anhand der Evidenz. Die Wahlinformation, genau. Und dann müsstest du das noch umdrehen. Das jetzt hier 2 ist das mit der Evidenz. Das hier ist der erste Schritt. Genau, erst machen Sie das. Das ist quasi die Vorbereitung. Davon kriege ich jetzt natürlich relativ wenig mit als Wahlberechtigter, also ich oute zufälligerweise in der Gemeinde. Ja. Und dann kriege ich eben im Schritt 2 die Wahlinformation. Das ist dasselbe Ding, was du da schon hast. Ah, okay. Das ist genau das, ja. Die Wahlinformation. Okay. Ja, gut. Heißt tatsächlich so. Das heißt also, dass das Gemeindeamt hat die Wahlinformation zusammengestellt und dir geschickt als Wahlberechtigter. Und was machst du jetzt? Naja, dann ist mein Job, dass ich eben am Wahltag diese Wahlinformation nehme und beim Mitarbeiter des Wahlsprengels abgebe. Okay. Mit gemeinsam mit dem Lichtbildausweis, da muss ich mich ausweisen. Okay. Also du gibst ab die... Wahlinformation. Und meistens wollen die da nochmal einen Perso sehen, außer die sind jetzt meist persönlich irgendwie bekannt, was ja in kleinen Gemeinden auch schon mal der Fall ist. Okay. Also das heißt also auch bei euch Personalausweis? Lichtbildausweis eigentlich. Die wenigsten Österreicher haben tatsächlich einen Personalausweis, obwohl es den auch gibt. Okay. Führerschein geht auch oder Pass oder so. Okay. Oder ist es eigentlich umgekehrt? Ne? Eigentlich der Mitarbeiter des Wahlkreises, der kontrolliert den Lichtbildausweis, ja. Mhm. Das wäre dann die 4. Und dann? Dann kriege ich dafür meinen Stimmzettel. Okay. Ich nehme an, auch von diesem Menschen? Ja, genau. Ja. Ich nehme mal hier für den Stimmzettel so eine Liste, wo man Kreuze drauf machen kann. Mhm. So, jetzt überlege ich natürlich gerade, das ist natürlich alles schön und gut. Also wir nehmen hier eigentlich an, dass ich da im Wahllokal bin, aber ich bin ja Auslandsösterreicher, ne? Ja. Da hätte ich dann meinen Stimmzettel schon vorher erhalten. Okay, gut. Lass uns mal bei dem Standardfall bleiben. Okay. Und sagen, Wahl im Wahllokal. Ich schreibe mir eine Notiz auf.
dass es noch eine Variante gibt. Genau, weil da ist es so, dass diese Wahlinformation dann, also da geht es dann um die Briefwahl, das wäre dann die Alternative dazu und die gibt es dann eben auch für aus ganz Österreich, ja. Wahl als Auslands Österreicher. Und genau genommen fällt mir noch ein Fall ein. Du kannst nämlich auch mit einer Wahlkarte deine Stimme abgeben. Das sieht wieder ein bisschen anders aus, weil da bist du zwar, also da stimmst du zwar physisch ab quasi am Tag der Wahl, allerdings nicht in deiner eigenen Gemeinde, also in einem fremden Wahllokal. Okay, gut. Schön, dass du die Variante genannt hast. Ich nehme die auf und lass uns mal hier zurückkommen zu dem Standardfall. Okay. Hier in der Wahl im Wahllokal. Da hat der Mitarbeiter des Wahlsprengels dir als Wahlberechtigter den Stimmzettel ausgehändigt. Mhm. Ja. Und auch das kann natürlich eine Mitarbeiterin sein. Ja? Genau. Die müssen das dann noch protokollieren in einem Abstimmungsverzeichnis. Okay. Was müssen die protokollieren? Also da geht es darum, dass später bei der Auszählung die Anzahl der Stimmzettel mit der Anzahl der abgegebenen Wahlinformationen übereinstimmt. Und da führen sie dann quasi nochmal ein Protokoll, also auch damit niemand doppelt wählen kann und so, wird da quasi protokolliert, wer von dieser Wählerevidenz jetzt schon abgegeben hat. Okay. Ich schreibe mal auf, kodiert die Herausgabe in dem Abstimmungsverzeichnis. Genau. Okay. Ja, und dann stimme ich ab auf den Stimmzettel und werfe den in die Wahlurne. Okay. Du stimmst ab auf dem Stimmzettel. Und wirft den Stimmzettel in die Wahlurne. Genau, so irgendwas, was aussieht wie eine Urne. Tja, ich nehme mal dieses Ding hier, so einen Kasten, wo oben was reingesteckt wird. Und das hier war der Stimmzettel. Genau, und dann ist eigentlich mein Job schon getan, aber ich denke, so der Vollständigkeit halber könnte man noch erwähnen, dass am Ende des Tages dann die Mitarbeiter im Wahlsprengel diese Wahlurnen dann eben auszählen. Okay. Das ist dann nach Wahlschluss. Okay. Dann mache ich als abschließenden Schritt hier der Mitarbeiter des Wahlsprengels zählt aus die Stimmzettel aus der Wahlurne. Und du hast gesagt, das ist nach Wahlschluss passiert das. Genau, nach Wahlschluss. Okay, sehr schön. Um das Gesamtbild nochmal zu kontrollieren, würde ich das gerne nochmal durchsteppen. Ich versuche das mal hier etwas zusammenzuschieben, dass es einfacher geht. Ich gehe hier in diesem Werkzeug mal in den Replay-Mode. Also wir haben einen ersten Schritt, das Gemeindeamt stellt zusammen die Wählerinformationen anhand der Wählerevidenz, wobei die Wählerevidenz eine Liste mit Wählern ist ab 16, die in der Gemeinde wohnhaft sind. Dann schickt das Gemeindeamt die Wahlinformationen ungefähr 2 bis 3 Wochen vor der Wahl an den Wahlberechtigten. Der Wahlberechtigte, also Stefan in unserem Beispiel du, gibt ab die Wahlinformationen beim Mitarbeiter des Wahlsprengels. Der Mitarbeiter des Wahlsprengels kontrolliert den Lichtbildausweis von dem Wahlberechtigten und händigt daraufhin aus den Stimmzettel an den Wahlberechtigten. So, jetzt muss ich mal stoppen, um hier rüber zu gehen.
Dann kommt nämlich der Schritt 6, der Mitarbeiter des Wahlspeicherns protokolliert die Herausgabe im Abstimmungsverzeichnis und der Wahlberechtigte stimmt ab auf dem Stimmzettel hier und wirft dann den Stimmzettel in die Wahlurne. Und schließlich Schritt 9, der Mitarbeiter des Wahlspeicherns zählt aus den Stimmzettel nach Wahlschluss. Und diese Stimmzettel, klar, die sind in der Wahlurne drin. Okay, passt das so? Das sieht gut aus, ja. Ist auf der Ebene, sehr schön. Okay. Dann gut. Danke soweit, lieber Fachexperte Stefan. Dann springe ich mal. Erzähl uns doch mal, was wir gerade eigentlich gemacht haben. Dann springe ich mal von der Rolle des Fachexperten zurück in die Rolle des Domain Storytelling Practitioners. Ihr seht, also da natürlich bin ich jetzt nicht der echte Fachexperte gewesen für diesen Prozess, aber man kriegt doch eine ganze Menge mit an Begriffen über diese Domäne, schöne Austriazismen, auch wieder Wahlsprengel da mit dabei. Man sieht die Abläufe, wir haben auch schon ein bisschen über Varianten gesprochen. Also ihr könnt euch vorstellen, hoffentlich, dass sowas auch für komplexe Geschäftsprozesse, wie man sie im Unternehmen findet, taugt. Und das Erste, was auffällt, ist eben diese piktografische Sprache, die Hedding hier verwendet hat. Also er hat hier aus einem Satz von Symbol immer welche ausgewählt, die ihm irgendwie gut schienen, um das zu symbolisieren. Er hat das auch ein bisschen erklärt. Und wir unterscheiden eigentlich zwischen drei verschiedenen Symbolen. Also wir haben zum einen die Akteure, das sind jetzt hier so Männchen. Das sind die Aktiven in dem Prozess, die stoßen Aktivitäten an. Das sind oft Menschen oder auch Gruppen von Menschen, können auch Software-Systeme sein. Und wir passen das Icon dann immer so an, dass es eben ein bisschen sprechend ist. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Maschine hätten, wir machen viel im Hamburger Hafen auch, da gibt es dann Akteure, die sind Schiffe. Ne? Also das müssen nicht immer Männchen sein. Dann gibt es die Arbeitsgegenstände, das sind die Dinge, mit denen man das tut. Der Stimmzettel, die Wahlinformation, der Lichtbildausweis, die sind ja auch immer ein bisschen kleiner. Und auch da versuchen wir durch die Wahl des Icons so ein bisschen auszudrücken, welches Medium es sich da handelt. Da haben wir jetzt hier einfach für die wichtigsten Begriffe verschiedene Symbole gewählt, damit zum Beispiel der Stimmzettel da gleich hervorsticht. Es kann aber durchaus sein, dass im Verlauf von so einer Geschichte so ein Gegenstand seine Repräsentation ein bisschen wechselt. Das sehen wir jetzt hier nicht so wirklich, aber man kann sich vielleicht vorstellen, wenn ich an ein Kino denke und ich rufe im Kino an. Punkt hier auch mit den Wahlinformationen. Ne? Ja, stimmt, hier ist es. Da ist es einmal so dieses I einfach nur für Information und hier ist es dann ein ausgedrucktes Dokument. Ein häufiges Beispiel, das wir auch verwenden, ist ein Kino. Da stelle ich vor, ihr ruft an im Kino und fragt nach eurer Platzreservierung. Dann würde ich hier wahrscheinlich ein Telefonsymbol wählen. Und angenommen, das Kino schickt euch dann eine E-Mail mit einer Reservierungsbestätigung zurück, dann wäre die Reservierung eine E-Mail. Und wenn wir jetzt ganz oldschool sind, man druckt sich die zu Hause aus, dann wäre das E-Mail ein Stück Papier, also die Reservierung ein Stück Papier. Und das wäre dann in diesen drei Schritten drei verschiedene Symbole, aber es wäre immer dieselbe Reservierung für denselben Platz in derselben Vorführung. Das heißt, diese Arbeitsgegenstände, die wir hier haben, Work Objects im Englischen, die dürfen in derselben Geschichte auch mehrfach vorkommen, so wie eben dieser Stimmzettel hier in Schritt 8 und Schritt 7 auch vorkommt oder die Wahlinformation. Aber die Akteure hingegen, die machen wir dann immer nur einmal. Und diese Gegenstände, wenn die halt unterschiedliche Piktogramme haben, sind es trotzdem dieselben? Genau, das sind dann dieselben, aber sie haben dann vielleicht eben gerade eine andere Repräsentation. Also einmal ist es vielleicht eine analoge Repräsentation, einmal ist es was Digitales. Also das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es gibt einmal die Akteure, dann gibt es halt diese, wie hattest du es genannt, Work-Items? Richtig? Genau, oder Arbeitsgegenstände, ja. Arbeitsgegenstände und dann eben diese Reihenfolge von Dingen, die halt Akteure mit diesen Arbeitsgegenständen tun im Wesentlichen. Genau, das sind die Aktivitäten, das sind dann quasi die Verben in unserer Geschichte. Also aus diesen drei Elementen bauen wir unsere Sätze auf. Akteure quasi die Subjekte, die Arbeitsgegenstände die Objekte und die Verben, das sind dann die Aktivitäten, die durch Pfeile dargestellt werden. Und weil mir, um eine Geschichte zu erzählen, mehr als einen Satz braucht, bringen wir die in eine Reihenfolge und da kommen dann diese Nummern da ins Spiel. Die drücken quasi eine Sequenz aus. Okay. Und
Ist das was, also Henning hat ja jetzt irgendwie sozusagen am Rechner gesessen und hat das, was du, Stefan, gesagt hast, irgendwie aufgeschrieben und aufgemalt. Ist das die typische Verteilung? Also, dass tatsächlich der Fachexperte das nicht selber tut, sondern jemand anders an dem Medium sitzt, also in diesem Fall eben an dem Rechner und das hat irgendwie da produziert? Das ist die typische Rollenteilung, also vielleicht mit dem Sonderfall, dass Henning und ich jetzt das so eins zu eins gemacht haben. Normalerweise ist es eine Gruppe von Fachexperten. Also ich hätte dann in diesem Prozess wahrscheinlich für diesen Prozess Leute eingeladen, die im Gemeindeamt an der Erstellung, vielleicht auch in der Pflege von der Wählerevidenz beteiligt sind. Gut, wahlberechtigter Kind, dann jeder auch selbst aus eigener Praxis. Ich hätte Leute eingeladen, die mal in einem Wahlspringel gearbeitet haben, die auch mal Beisitzer waren bei der Auszählung. Solche Leute hätten wir da eingeladen. Okay. Und also das ist das eine, wenn man in einer Situation ist vor Ort, was wir natürlich eigentlich lieber damit machen, mit solchen Werkzeugen, also kollaboratives Modellieren, auch wirklich in einem Raum sitzen und stehen, um gemeinsam so ein Modell zu erarbeiten. Wenn alle Leute, die da sind, schon mal mit dem Werkzeug gearbeitet haben, dann kommt man häufig auch ob von diesem moderierten Modus, in dem wir es jetzt gemacht haben. Ich war der Moderator, Stefan war derjenige, der die Geschichte erzählt hat. Kommt man dann von dem moderierten Modus auch gerne in so einen kooperativen Modus, wo man zusammen am Whiteboard was malt. Ich habe es jetzt früh gemacht, aber wenn man nicht in der Verteilungssituation ist, nicht in der Corona-Situation, sondern alle vor Ort sind, dann kann man das auch sehr gut zusammen am Whiteboard modellieren. Und das ist das, also was von beiden zieht ihr vor? Also, dass die Fachexperten mit am Whiteboard arbeiten oder dass man das halt in dieser Interviewart und Weise macht? Also als guter Berater natürlich, es kommt drauf an, gilt auch hier. Und zwar hängt es davon ab, einerseits, wie groß die Gruppe ist. Der kooperative Modus, der funktioniert nur bis zu so einer Handvoll Leuten, skaliert das nur. Und zum anderen eben auch von der Erfahrung der Leute, die da sind. Wenn man das Werkzeug noch nie eingesetzt hat, ist es sinnvoll, dass man einen Moderator hat und so, oder sogar, was wir tatsächlich auch machen, die Rolle noch aufteilt in den Moderator, der die Diskussion führt, und den Modellierer, der das eigentliche Malen ans Whiteboard oder ans virtuelle Whiteboard anmacht. Plus, was auch noch eine Rolle spielt, sind so softe Faktoren wie, wie hierarchisch ist die Organisation, mit der du da arbeitest. Das heißt also, wenn es sehr hierarchisch ist, ist moderiert besser, weil dann kannst du als Moderator sagen, ja, Herr Generaldirektor, danke für Ihren Beitrag. Und lieber Mensch, der du die Arbeit wirklich machst, wie funktioniert es denn nun wirklich? Das wollen wir auch gerne. Okay, hebt sich aber dadurch ja ein bisschen davon ab, also Eventstorming beispielsweise ist ja tatsächlich so, dass man irgendwie sagt, jeder von den Fachexperten kriegt halt einfach einen Block in die Hand und macht dann einfach. Das ist also irgendwie ein Unterschied, nicht? Würde ich jetzt mal Ja, behaupten. es ist ein Unterschied auf alle Fälle, was so das, also bis auf diesen kollaborativen Fall in kleinen Gruppen, den Henning geschildert hat, ist es ein Unterschied. Aber ich sage mal, es ist dieses Storming, ja, das findet dann quasi bei dem Domain Storytelling pro Satz statt, weil oft ist es so, dass es erstmal eine kleine Diskussion gibt zwischen den beteiligten Fachexperten und am Ende dieser kurzen Diskussion kommt dann der nächste Satz raus und dann bringt man den zu Bild. Und das ist dann auch essentiell, dass die ganze Gruppe dieses Bild sehen kann, während es entsteht, weil das eben auch nochmal ein visueller Feedback-Kanal ist. Und man kann auch diese Diskussion unterstützen, indem man eben eine Variante hinmalt und dann sagt, nee, aber ich sehe das anders oder ich mache das immer andersrum. Und so haben sie quasi nochmal dieses visuelle Feedback, um diese Diskussion auch zu führen. Und wenn alle d'accord sind mit dem Schritt, dann geht es eben weiter mit dem nächsten. Gut, das heißt also, ein Vorteil ist offensichtlich irgendwie dieses visuelle Feedback und dass man dann irgendwie einen gemeinsamen Diskussionsstand hat und den dort sozusagen zu Papier bringt. Gibt es da noch mehr? Also, was sind noch Gründe, warum ich das jetzt tun wollen würde? Ich würde noch einen Punkt sagen wollen mit dem, was du eben gesagt hast, dem Unterschied mit Eventstorming. Hier leichter in dem moderierten Modus. Kooperativmodus ist auch möglich. Im Eventstorming, jeder hat einen Zettel in der Hand und einen Blockzettel in der Hand und man ist eher im Kooperativmodus. Das Spannende ist, dass man auch Eventstorming tatsächlich in sowas Moderierten machen kann. Ich habe mich neulich
mit dem Alberto Brandolini mal darüber unterhalten. Der hat gesagt, ja, das mache ich durchaus auch, wenn so eine Situation da ist, dass ich der Moderator bin, der vorne die Zettel anklebt. Was dann eben weniger da ist, ist dieses Storming, was Stefan eben beschrieben hat. Also für die Notation kann man dafür auch verwenden. Okay, also nochmal zurück zu der Frage, was sind jetzt Vorteile, also warum würde ich das tun wollen? Also Vorteile ist ja vielleicht gar nicht, also in welchen Szenarien würde ich das aus welchen Gründen motiviert einsetzen wollen? Also ich sag mal, also das ist jetzt vielleicht zwei Teile der Antwort. Der eine Teil ist generell, warum würde ich so eine Methode verwenden? Diese Antwort trifft bestimmt auch auf andere kollaborative Modellierungsmethoden zu. Das zweite ist vielleicht dann speziell, wann würde ich Domain Storytelling einsetzen im Gegensatz zu etwas anderem? Also generell, warum setzen wir solche Methoden ein? Also immer, wenn es darum geht, zum Beispiel Fachwissen aus den Köpfen von Experten rauszuholen und rüberzukriegen in die Köpfe von Softentwicklungsteams, von Product Ownern, von Business Analysten, dann sind solche Methoden sehr, sehr stark. Also man kitzelt Prozesswissen raus, man kitzelt Fachbegriffe raus. Das ist auf alle Fälle ein Grund, das zu tun. Speziell verwendet man sowas natürlich auch ganz gern, wenn man Domain-Driven Design macht. Dieses Knowledge Crunching, das Erarbeiten einer Ubiquitous Language, das kann man damit sehr, sehr schön unterstützen. Aber auch das Finden von Subdomänen und Bounded Context kann man damit ganz schön unterstützen. Also da stecken in diesen Bildern viele Indizien drin. Können wir auch vielleicht gleich, wenn ich da auf das Bild schaue, ein, zwei raussuchen. Ich suche gerade, wo ist der Schritt mit dem Auszählen? Ja, Das ist ja so ein. bevor wir Ja. darauf gehen, vielleicht bleiben wir nochmal mit dem Punkt mit der Sprache, was du gesagt hast. Also Ubiquitous Language kann man da sehr gut mit finden, mit aufbauen. Das, was wir hier modelliert haben in diesem Wahlprozess, wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir eben Akteure, Aktivitäten, Arbeitsgegenstände oder Englisch Actors, Activities, Work Objects und die Labels, die da dran stehen, das sind alles Worte aus der Fachsprache. Und das ist total spannend, weil die eben Kandidaten dafür sind, dann auch Worte von der Ubiquitous Language zu werden in unserem System am Ende. Also wir haben das Gemeindeamt, wir haben das Schicken, wir haben die Wahlinformation, den Lichtbildausweis, den Stimmzettel. Ja, genau. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir auch gerne machen wollen, nämlich die Entwickler fokussieren darauf, was in der Fachlichkeit los ist und auf fachliche Worte fokussieren und weg von Get und Set hin zu Abgeben, Kontrollieren, Aussenden. Genau, vielleicht noch kurz sozusagen zur Ergänzung. Also Ubiquitous Language ist eben diese allgegenwärtige Sprache, die ja zum einen die Fachexperten sprechen und nicht, also da hat Stefan ja, glaube ich, ein gutes Beispiel gebracht mit diesem Wahlsprengel, von dem ich vorher irgendwie auch noch nicht gehört hatte. Und das sind eben dann auch Sachen, die wir deswegen ubiquitous allgegenwärtig eben auch im Code haben wollen, nicht? Das heißt, die Erwartungshaltung wäre jetzt Genau. eigentlich, dass wir eben einen Wahlsprengel als was auch immer später im Code dann haben. Also als Klasse oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt ein Freund von E-Voting bin. Also das wollte ich jetzt damit nicht irgendwie suggerieren, dass man jetzt unbedingt hier auf E-Voting umschwenkt in Österreich. Aber ja, angenommen, es wäre aus irgendwelchen Gründen so, dass man sich so entscheidet, dann könnte ich natürlich überlegen, das wäre jetzt eine Frage, ne? Also brauche ich dann im Digitalen auch eine Entsprechung von dem Wahlsprengel? Das ist ja eher etwas, was aus der physischen Welt kommt, oder verändere ich da den Prozess? Und da wären wir auch schon bei dem weiteren Anwendungsfall. Ich kann neben dieser Analyse von Ist-Prozessen, wie wir es jetzt gemacht haben, auch Soll-Prozesse entwerfen. Also wie stelle ich mir denn vor, dass ich jetzt mit einem digitalen Gerät hier meine Stimme abgebe, und dann entwirft man einen Soll-Prozess gemeinschaftlich. Und das wäre jetzt genau analog. Das heißt, da wäre es jetzt irgendwie so, dass Henning dich gefragt hätte, wie stellt ihr euch das dann halt vor mit dem, wenn es dann halt irgendwie ein E-Voting wäre, mit dem E-Voting oder mit was auch immer da halt irgendwie die Idee ist. Genau, ja. Meistens sind die dann noch ein bisschen diskussionsintensiver, weil es ja auch Varianten gibt. Manchmal stellt man auch verschiedene Varianten dar. Manchmal hat man auch so Situationen, wo man verschiedene Zeitpunkte darstellt. Also das soll in 6 Monaten, in einem Jahr, in 5 Jahren. Auch das ist eine Variante. Also da ist die Methode sehr, sehr flexibel, wie man sie einsetzt. Und von diesen Soll-Prozessen gibt es natürlich dann auch eine schöne Überleitung in Richtung Anforderungen. Im Wesentlichen kann ich ja dann aus so einem Soll-Prozess funktionale Anforderungen, die sich aus dem Prozess ergeben, ableiten und das dann so als grobe, ja, Epics oder grobe Anforderungen schon mal
übernehmen und dann halt in anderer Form weiter bearbeiten. Gut, sehr schön. Eine von den mehr oder minder offensichtlichen Fragen wäre, also die habt ihr indirekt eigentlich schon gestellt, ist halt die Frage nach diesem bauenden Kontext. Und das ist ja irgendwie die Idee, dass ich in einem System mehrere Ubiquitous Languages und damit auch mehrere Datenmodelle letztendlich habe, wenn ich es halt umsetze. Und da hattet ihr gesagt, das kann ich mit Domain Storytelling irgendwie auch auf die Reihe bekommen. Wie konkret können wir das jetzt an dem Beispiel tatsächlich sehen? Ich glaube, dass wir da ein bisschen was sehen können, ja. Was wir dafür erstmal verwenden, so als weiteres grafisches Element, das zeige ich euch hier mal, ist so eine sogenannte Group. Also seht ihr, hier ist so ein Rahmen. Und den Rahmen, den ziehen wir rum um Aktivitäten und Work Objects. Typischerweise rum, typischerweise nicht um die Akteure. Das ist schon mal so eine erste ganz spannende Erkenntnis, dass ein Bounded Context typischerweise eben aus Activities und Work Objects besteht, nicht aus Akteuren. Warum nicht aus Akteuren? Die Akteure, die werden typischerweise zum Anwender von dem Bounded Context, also von dem Stück Software, was wir da haben. Genau, und das Erste, was ich sehen würde, also da gibt es jetzt verschiedene Heuristiken, die wir da gerne anwenden, aber das Erste ist schon mal, wenn ich mir den ersten Schritt anschaue, da ist jetzt kein anderer Akteur involviert, das macht das Gemeindeamt alleine. Und sogar der zweite Schritt, 2 bis 3 Wochen vor der Wahl, also das scheint so, als wären das 2 Schritte, die der Vorbereitung der Wahl dienen, die sind also auch zeitlich entkoppelt von dem eigentlichen Wahltag. Das wäre etwas, wo unsere Fachexperten, und das ist immer ein Dialog mit denen, wahrscheinlich sagen würden, oder wo ich jetzt in meiner Pseudo-Rolle als Fachexperte sagen würde, ja, das gehört irgendwie zusammen, das bildet eine in sich abgeschlossene Einheit. Am Ende steht das Ergebnis, diese Wahlinformationen, die verschickt wurden. Genau, Wahlvorbereitung wäre zum Beispiel so ein Name. Ja. Und also, was ist jetzt genau die Heuristik? Also erstmal sieht das jetzt, wirkt das auf mich so, als wäre das ein Abschnitt des Prozesses, der jetzt zu einem Bounded Context wird oder der ein Bounded Context ist. Ist das so? Ist das immer so? Also das ist häufig so, das sehen wir ja in Eventstorming zum Beispiel auch, da haben wir die zeitliche Dimension ja von links nach rechts und ziehen dann Grenzen an bestimmten zeitlichen Momenten rein. Das passiert hier auch oft, also Schritt 1, 2 zeigt ja eh die Zeit aus, zeigt es dann auch. Aber nicht immer ist es so, also es kann durchaus sein, dass auch zeitlich derselbe Bounded Context später im Prozess nochmal kommt. Insofern werden also nicht immer nur Schritte zusammenhängen, die hintereinander folgen. Und dann, was mache ich dann? Also wenn jetzt, also Wahlvorbereitung ist so ein ausgerechnet ein ganz schlechtes Beispiel, aber wenn jetzt Wahlvorbereitung später auch nochmal käme, würde ich dann irgendwie noch, ja, wie notiere ich das sozusagen? Dann würde man zum Beispiel sowas machen. Dann würde man sagen, hier Schritt 7 kommt da auch drin vor und sieht man Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 7 wählen jetzt Wahlvorbereitung. Also, okay. Oft arrangiert man dann auch das Layout der Story nochmal um, damit es in diese Boxen reinpasst, damit das dann quasi zusammengehört. Da ist natürlich bei digitalen Tools, das ist natürlich ein Vorteil im Vergleich zum guten alten Whiteboard, da hat man dann eher so, sagen wir, stark gekringelte Linien gezeichnet, um da die Kontexte zu finden. Beim digitalen wird man dann eher das Layout dieser Story ein bisschen verändern, um das in diese Kästen reinzukriegen. Gut, super. Das heißt also, okay, also damit kriege ich dann die bauenden Kontexte sozusagen hin. Und dann würde ich jetzt also anfangen, würde halt in meinem System einen bauenden Kontext Wahlvorbereitung zum Beispiel implementieren mit meinem eigenen Datenmodell, mit dem Zeug, was da halt irgendwie drin ist, also Wahlinformationen und was auch immer da halt drin ist. Genau, und was eben dann getrennt wäre von zum Beispiel dem eigentlichen Wahlvorgang, ich würde jetzt mal behaupten, so, das hier ist nochmal ein weiterer Kontext, wo das eigentliche Wählen stattfindet. Und hier hinten die Auszählung ist sicherlich auch nochmal was Eigenes. Ja. Und da könnte man genauso, wie du es beschrieben hast, Eberhard, eben dann sagen, ich baue einen Bounded Context Auszählung hier hinten, der eben ein anderes Stück Software ist und ein eigenes Domainmodell, ein eigenes Datenmodell hat, das eben anders ist als das Domainmodell hier vorne. Und spannend ist jetzt insbesondere, dass der Stimmzettel hier auftaucht und da auftaucht. Ne? Ja. Das heißt, wir haben dasselbe Ding jetzt in mehreren Kontexten. Das heißt, wir werden auch mehrere Domänenmodelle, mehrere Datenmodelle haben von diesem Ding hier. Das ist immer so eher die krasse Erkenntnis, wenn man sich das erstmal mit Bounded Context auseinandersetzt. An der Stelle eine Frage. Also diese Dinge, die wir da jetzt malen,
Im wirklichen Leben wäre das jetzt auch was Kollaboratives? Also wie genau würde das funktionieren? Also würde jetzt Henning als Experte für das Verfahren das vorschlagen und würde Stefan dann irgendwie was dazu sagen? Oder wie funktioniert das genau? Also Also ich glaube, da wie gibt es. transparent ist das für den Domänenexperten an der Stelle? Also zu der zweiten Frage ist vollständig transparent für den Domänenexperten. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich mache es tatsächlich nicht so, dass ich was vorschlage, sondern stelle typischerweise die Frage an den Fachbereich und sage: Hey, wo haben wir denn hier eigentlich unterschiedliche Bereiche? Also die Subdomänen wollen wir da ja am Ende finden. Wenn wir uns die Domänen im Ganzen angucken, wo haben wir unterschiedliche Bereiche, wo tut ihr was Unterschiedliches? Also Dinge, die zusammengehören, Zwischenergebnisse oder abgeschlossene Arbeitsergebnisse, die sieht man hier auch sehr schön wieder. Nach solchen Dingen fragt man sie und das reicht oft schon. Und dann kann man eben so mit einem etwas geschulten Blick als Moderator nochmal draufschauen und das nochmal so abklopfen oder challengen und gegenfragen. Und da kommen diese Indikatoren ins Spiel. Ein Indikator oder zwei sehen wir bei diesem möglichen Kontext Auszählung hier rechts. Zum einen ist es etwas, was nicht kollaborativ stattfindet, sondern der Mitarbeiter des Wahlsprengels, der ist da erstmal alleine dran. Also das ist schon mal irgendwie, könnte ein Hinweis sein. Und das Zweite ist, das geht da hier nicht weiter. Also im Prinzip, was jetzt hier fehlt, das ist auch interessant, wir haben jetzt niemand oder wir haben in diesem Prozess nicht abgedeckt, was eigentlich passiert mit dem Melden der Wahlergebnisse. Ne, also da haben wir vielleicht jetzt auch niemand eingeladen, weil wir halt niemanden von der Wahlbehörde da hatten, der uns da Auskunft geben kann oder wie ist eigentlich die Meldekette dann vom Sprengel zur Gemeinde, zum Bezirk und so weiter. Also solche Arbeitsergebnisse, die jetzt hier keine Nutznießer haben, ne, das ist so ein Indikator dafür, dass da vielleicht noch ein Bounded-Kontext schlummert, den wir noch nicht ausreichend beleuchtet haben. Das wäre eben mit der Auszählung so. Also ich könnte jetzt nicht hergehen und quasi auf Basis von diesem einen Schritt sagen, ja, alles klar, ich weiß das Fachmodell, das ich implementieren muss, um diesen Auszählungsbounded-Kontext zu bauen. Das ist mehr so ein Hinweis, okay, da scheint was zu sein. Machen wir doch mal einen Workshop dazu, wie so eine Auszählung funktioniert. Genau, weil die Hoffnung ja ist, dass das Wahlergebnis eben nicht einfach nur ignoriert wird. Genau. Genau. Hier war eine Frage auf YouTube von Wasum. Wie weit geht ihr mit dem Tool ins Detail? Verwendet ihr für weitere Detailplanung andere Tools? Vielleicht sollten wir erstmal vorweg schicken, das haben wir nämlich gar nicht, glaube ich, gemacht. Was ist das da überhaupt für ein Tool? Also das Tool, was wir hier sehen, das heißt Egon.io, also Egon the Domain Story Modeler. Ich mache hier nochmal ein weiteres Tab auf. Also wenn ihr eingibt Egon.io, dann kommt ihr zu diesem Modellierer. Ihr seht, das leitet jetzt um auf wps.de, weil das in der Firma gehostet wird, wo Stefan und ich arbeiten. Ist aber ein JavaScript Open Source Tool. Also läuft einfach lokal im Browser. Wir setzen dieses Tool jetzt ein, weil wir hier in der Online-Situation sind. In anderen Situationen wird man andere Tools einsetzen. Also wenn man vor Ort ist mit vielen Leuten, dann kann man das auch völlig ohne digitale Dinge tun und kann eben einfach an einem Whiteboard dann gerne mit Klebezetteln irgendwas modellieren und was hin und her sehen. Ich habe hier nochmal nebenbei auch Miro aufgemacht, um zu zeigen, so, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie kann das machen, wenn man das nicht im Virtuellen macht. Ihr seht, hier ist so ein Whiteboard, was weiß ist. Und auch da kann man dann eben sagen, ich male da drauf rum und ich habe hier meinen Wahlberechtigten. Da sollten wir noch kurz sagen, Miro ist halt so im Moment gerade durch die Covid-Geschichte so ein Werkzeug, was halt ganz viele Leute nutzen, als eben Ersatz von realen Whiteboards und ist aber ein generisches Tool. Also damit kann man halt beliebige Dinge eigentlich tun, alles, was so mit Post-its und Whiteboards eben sonst geht. Genau. Genau. Das ist noch lange nicht das Ende. Also Henning ist auch ein Fan von diesen Surface-Hubs und anderen Smartboards. Also so diese Riesendinger, die man in manchen Büros findet, wo man dann eben draufmalen kann. Also tatsächlich auch digitale White- und Blackboards. Ich glaube, an Modellierungstools haben wir auch schon alles Mögliche durchgehabt. Also Trau.io, selbst Visio. Geht alles, man hat dann als Modellierer begrenzt Spaß, aber
So, das geht schon alles. Wichtig ist eben, dass das, was dabei rauskommt und nicht das Werkzeug. Genau, aber führt jetzt... Die Frage, genau. Jetzt kam noch die Frage mit der Granularität. Ne? Also wenn wir feiner ins Detail gehen, was nehmen wir dann, setzen wir dann ein? Und tatsächlich ist das eine super Frage, weil das auch auf einen wichtigen Punkt von den Domain-Stories rausgeht, nämlich dass eine Domain-Story eine Granularität hat. Und wir sagen da, es gibt mindestens mal grobgranulare und feingranulare Domain-Stories. Typischerweise wird man in der Praxis noch feinere Unterscheidungen treffen wollen. Und es ist so, dass für das Finden von Bounded Context eher grobgranulare Domain-Stories wichtig sind, wo man nicht zu weit ins Detail geht. Und wenn man das getan hat, die Kontexte gefunden hat mit grobgranularen Stories, dann sagt man, okay, jetzt gucke ich mir mal eine feingranulare Story an. Das heißt, ich male eine neue Story und modelliere mal die Auszählung, um dann auch ableiten zu können, wie sieht das Domainmodell aus, was ich hinterher implementieren will. Also das, was wir jetzt haben, ist eine grobgranulare Story, sagst du, dadurch indirekt, wenn ich es richtig sehe? Ja. Was wäre, wie würdest du jetzt denn für die Auszählung beispielsweise diese feingranulare Story machen? Also was wäre denn der Unterschied? Also das fängt schon an bei dem Workshop-Setting. Hier bei der grobgranularen Story, hat Stefan vorher gesagt, würden wir viele verschiedene Leute einladen. Wir würden den Wahlberechtigten haben wollen, eine Mitarbeiterin aus dem Wahlsprengel, jemand aus dem Gemeindeamt und wahrscheinlich auch noch andere Akteure, die vielleicht eigentlich auch eine Rolle spielen. Wenn wir was Feingranulares machen, dann gucken wir uns, machen wir eine kleinere Session mit den Leuten, die Experte da drin sind. Beim Grobgranularen wollen wir auch Silos einreißen, wollen gemeinsames Verständnis bekommen. Beim Feingranularen wollen wir sehen ganz genau, wie sieht jetzt der Auszählungsprozess aus. Das heißt, man setzt sich mit dieser Mitarbeiterin zusammen und macht feingranular, was passiert. Also, sie sagt dann, erster Schritt ist, ich nehme die Wahlurne und mache den Deckel ab und dann schütte ich das aus und dann sortiere ich die Zettel, die da drin sind, entweder nach Partei oder nach dem Namen des Kandidaten. Bei uns stehen die Namen der Wahlberechtigten nicht auf dem Stimmzettel. Genau, der Name des Wahlberechtigten, das wäre besonders schön. Stehen nur die Namen der Kandidaten drauf. Und so weiter. Und haben dann lauter kleine, feine Schritte in einer eigenen Story. Das heißt, man würde hier eben sagen, erster Reiter Grobprozess, schreibt man hier vielleicht in den Namen auch mit rein. Ja. Also für die Frage grob oder fein wäre jetzt vielleicht auch nochmal in dem Beispiel interessant, ist eigentlich der Auslöser, der Grund, warum wir das Ganze tun, betrifft das nur die Gemeinde, dann wäre das tatsächlich so, dann wäre das hier ein grober Prozess und die Auszählung wäre ein feiner Prozess. Wenn wir das jetzt bundesweit machen würden, dann kann man natürlich auch sagen, na okay, dann ist Auszählung etwas, was man erstmal grob modellieren muss, im Sinne von, wie gehen die Sachen eigentlich von der Gemeinde bis hoch zur Bundeswahlbehörde. Das wäre dann wieder ein grober Prozess und dann kann man da auch nochmal feiner absteigen. Ne? Aber wir beschränken uns jetzt mal im Scope, glaube ich, auf diese Gemeinde, auf die Würdet ihr denn in den feingranularen Prozess jetzt ein Datenmodell bauen? Also irgendwie sagen, nicht auf dem Stimmzettel, wir hatten ja gerade die Diskussion, auf dem Stimmzettel steht jetzt irgendwie der Name des Kandidaten und keine Ahnung, wie es in Österreich ist. Also wir haben ja in Deutschland wir sind ja beim Bundespräsidenten, nicht? Ist sowieso ein anderes Thema. Also wir hätten nicht, also genau diese Frage, was steht eigentlich genau auf dem Stimmzettel? Es gibt ja irgendwie ein Kreuz, es gibt irgendwie ungültige Stimmzettel. Vielleicht muss man bei den ungültigen Stimmzetteln sich überlegen, aus welchen Gründen die ungültig sind und so weiter und so weiter. Und das führt ja letztendlich zu so einem Datenmodell. Würdet ihr das jetzt irgendwie da auch reinbauen? Ja, wir würden anfangen mit einem Domainmodell typischerweise. Also wir würden erst Klassen bauen wollen, wenn wir objektorientiert unterwegs sind. Und da ist die Heuristik so ein Work-Object wird ungefähr eine Klasse und eine Activity hier dran wird ungefähr eine Methode, wenn man feingranular unterwegs ist. Und das heißt, hier würde man sagen, ich baue eine Klasse Stimmzettel und die kriegt eine Methode Stimme ab, ne, wo ich dann, das wird man dann in der feineren Granulierung sehen, aha, ich brauche jetzt hier irgendwie ein Kreuz oder ähnliches, was da drauf gemacht. Ja, und davon mehr Stimmen. Dann, ne? Im zweiten Schritt wird von dem Domainmodell dann das Datenmodell abgeleitet. Aber das Datenmodell, was man dann ableitet, also zum Beispiel, dass man halt dieses Kreuz benötigt, das wäre jetzt hier zum Beispiel nicht mehr drin. In dieser grafischen Domain-Story. Oder wäre das da drin? Also irgendwann wird es dann umständlich, das Ganze noch so prozessorientiert zu erzählen. Also oft ist dann dieser Prozessabläufe der Aufhänger und Details kann man dann entweder noch mit so Annotationen sammeln oder womit wir auch ganz gute Erfahrungen jetzt gewonnen haben, ist dieses Bild dann einfach mit rübernehmen in sowas wie ein Miro-Board
und dort dann das fachliche Modell gleich so in so ähnlich wie CRC-Karten früher oder wenn man DDD betreibt, kann man natürlich auch diese Building Blocks verwenden und dann Commands und Events und Entities und so weiter modellieren. Gut, aber Das geht auch ganz gut. genau, aber Genau. damit ist also die Antwort auf die Frage, wie weit geht man ins Detail, hört sich jetzt für mich an, wie solange man sozusagen noch mit der prozessualen Sicht irgendwas gewinnen kann, macht man es halt. Und Genau. spätestens an der Stelle, wo man dann irgendwie bei diesem taktischen Design ist, also nicht, was du halt gerade sagtest, Commands, Aggregates und so weiter, da muss man dann irgendwie rübergehen und eben das irgendwie anders machen. Genau. Da kann man sich dann aus der Event Storing Notation zum Beispiel bedienen und das dann damit machen. Man kann auch, jetzt kann ich so ein paar Buzzwords reinhauen, also vielleicht kennt jemand aus dieser Behavior-Driven Design und Test-Driven Design Community solche Methoden wie Example Mapping, auch so eine kleine kollaborative Methode, wo es eben darum geht, nochmal so Beispiele zu finden und letzten Endes auch Akzeptanzkriterien zu finden. Und das kann man damit auch machen. Also wenn man sich den Stimmzettel anschaut, ja, was gibt es denn da für verschiedene Stimmzettel? Dann gibt es den nicht ausgefüllten, den korrekt ausgefüllten, den mit zwei Kreuzen und dann kommt man drauf, ja, der nicht ausgefüllte und der mit den zwei Kreuzen. Das ist eigentlich beides ein Beispiel für ungültig. Und so kann man sich dann den Regeln annähern, die für die Auszählung gelten und so weiter und so fort. Also da gibt es eine schöne Durchlässigkeit von Methoden. Und Ebert, das hast du ganz gut gesagt. Also sobald man quasi irgendwie das Gefühl hat, ja, ich komme nicht mehr weiter mit dieser prozessualen Betrachtung, dann ist so der Zeitpunkt eben zu wechseln in eine andere Methodik. Ja, und denke mal dran, jeder nur ein Kreuz. Ja. Also wenn man hier in dem Bild bleibt, was ich jetzt in dem Miro gemalt habe, dann könnte man eben als nächstes Schritt sagen, okay, ich male mir jetzt daneben irgendwie eine UML-Klasse, ne, und sage hier, aus dem Wahlzettel leite ich mir ab, es soll geben eine Entity, die Wahlzettel heißt. Ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen. Ja, also oben steht der Stereotyp dran, Entity, darunter steht Wahlzettel und jetzt kämen, Und hier dann irgendwie genau, die so. Attribute lässt du aus und jetzt kommt hier eine, oh Gott, Stimme ab soll das heißen. Ne? Also Stimme ab, okay. Eine die Methode. Heuristik ist so hier von diesem Ding, von dem Work Object kommen wir zu der Klasse und hier von der Activity kommen wir zu der Methode. Genau, und verbaut die Frage gerade, passiert das auch mit dem Domänenexperten, also das, was du gerade machst, Henning? Ich würde sagen, mit dem Domänenexperten, ich nehme jetzt mal noch eine weitere Farbe dazu, mit dem Domänenexperten passiert typischerweise das. Das ist nämlich Analyse, Stück weit auch Konstruktion des Ist-Prozesses. Und das hier, Sollprozess, ne? des Soll-Prozesses, Entschuldigung, und das hier auf der rechten Seite, das passiert eher ohne Fachexperten. Das ist eher Aufgabe für uns in der Technik. Wenn man so ein Zwischenformat nimmt, wie eben so ein Miro-Board und das Fachmodell erstmal mit Zetteln baut, dann würde ich sagen, dann das wäre jetzt noch dazwischen quasi, zwischen UML und der Prozessmodellierung, dann kann man da durchaus noch Fachexperten beteiligen. Genau. Gut, es gibt hier noch eine Frage von dem Gregor Thielsch. Der fragt, taucht der Wahlzettel, also ganz anderes Thema, taucht der Wahlzettel in zwei verschiedenen Kontexten auf? Sind es dann wirklich identische Objekte oder nicht unterschiedliche Aspekte? ME, also M.E. Punkt, ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht, eine Heuristik zu hinterfragen, ob es die gleiche Identität ist. Das ist ein sehr guter Punkt. Genau, also das ist ja typisch, dass man auf diesen kontextübergreifenden Sachen die Begriffe in verschiedenen Kontexten wiederfindet und die erstmal oberflächlich betrachtet das gleiche zu sein scheinen. Und wenn man dann in die Details reingeht, sieht man, dass das eben nicht so ist. Und da ist ja gerade der Stimmzettel ein schönes Beispiel. In diesem Auszählungskontext zählt sowas wie gültig oder ungültig. In dem Wahlkontext nicht, weil der Zettel ist ja erstmal. Also leer, da ist ja noch kein Kreuz drauf und erst wenn ich ihn abgegeben habe, dann spielt gültig, ungültig eine Rolle. Da zählen halt andere Kriterien. Genau, also wenn man dann quasi da reingeht, dann spielt das eine wichtige Rolle und es ist sogar ein wichtiges Hilfsmittel, diese Grenzen zu finden. Also eine weitere Heuristik, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, wäre dann, sich diesen Stimmzettel überall, wo er vorkommt, anzusehen und zu sagen, ist es hier wirklich dasselbe? Oder ändern sich da plötzlich die Charakteristika von so einem Stimmzettel? Und dann hätte man wahrscheinlich genau das jetzt auch bemerkt. Also bei der Auszählung,
da zählen halt andere Merkmale wie eben die Anzahl der Kreuze, dass die richtig ist oder dass da nichts draufgeschmiert ist und so weiter. Genau, sehr schön. Ich kann noch mal, was wir, also wir, wenn sozusagen jetzt zu dem Thema nicht akut was ist, können wir mal ganz was anderes ausprobieren. Und zwar können wir mal kurz schauen in Lisas Stream an der Stelle. Die ist halt dabei und malt da gerade. Und ich tue auch noch mal den Link dazu in den Chat. Da kann man sich also anschauen, wie dort gerade irgendwie die Sketchnotes dazu entstehen. Und man sieht, ist ein bisschen sozusagen im Verzug. Also nicht logischerweise kann sie halt erst dann malen, wenn wir irgendwas dazu gesagt haben. Das werden wir irgendwie auch noch auf YouTube stellen, dann wahrscheinlich im Zeitraffer. Und dann könnt ihr euch irgendwie anschauen, wie sowas an der Stelle entsteht. Von der Methode hinweisen, Lisa, die du bestimmt in der Sketchnote unterbringen willst. Was euch nämlich vielleicht aufgefallen ist, ist, dass wir hier keine Fallunterscheidung drin haben. Und wir haben jetzt gesagt, den österreichischen Bundespräsidenten wählen Grobprozess. Und wir haben jetzt nicht zum Beispiel geschaut hier in Schritt 4, der Mitarbeiter kontrolliert den Lichtbildausweis der Wahlberechtigten. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass die Wahlberechtigte ihren Lichtbildausweis dabei hat und dass sie das auch wirklich ist und so weiter. Ein weiterer Fall dieses Prozesses wäre natürlich, der Wahlberechtigte hat seinen Ausweis vergessen. Was passiert dann? Oder der Wahlberechtigte zeigt einen falschen Ausweis vor. Was passiert dann? In anderen Methoden, in anderen Werkzeugen ist es typisch, dass man versucht, in diesem Diagramm dann eine Fallunterscheidung unterzubringen. Das ist bei Domain Stories anders. Bei Domain Stories sagt man, wir erzählen immer eine Geschichte. Und wenn ein anderer Fall ist, dann ist es eine andere Geschichte. Das heißt, wir malen auch eine neue Geschichte. Das heißt, ganz typisch wäre es zu sagen, okay, wir fangen mal mit diesem Gutfall an und dann modellieren wir als nächstes die Varianten. Nämlich, wie sieht es aus, wenn die Kontrolle fehlschlägt? Eine Möglichkeit ist, dass man dann diese Story kopiert und ab der Stelle, wo es sich ändert, anders macht es oder dass man ganz neu anfängt. Das führt für mich zu der, also führt das nicht zu ganz viel Redundanzen und ist das nicht unübersichtlich? Also tatsächlich reicht es in der Regel so, 3, 4 Fälle auch für einen komplexen Prozess zu modellieren und den Rest kann man sich dann ganz gut denken. Und das Beispiel, das Henning gerade gebracht hat, also da würde ich als Fachexperte sagen, wenn wir dann darüber sprechen, eigentlich in der Regel ist es so, das ist auf dem Dorf ist es so, ich weiß nicht, wie es in der Großstadt wäre, da wird gar nicht wirklich kontrolliert oder nicht so genau drauf geschaut. Man kennt sich persönlich, das ist auch okay, ist tatsächlich auch erlaubt vom Wahlgesetz her. Wenn persönlich bekannt, dann kann der Mitarbeiter ins Wahlspringen, das ist entscheidend. Also das wäre etwas, wo ich sage, da würde ich jetzt gar nicht eine eigene Domain-Story draus machen, ein eigenes Bild, sondern eher so eine kleine Notiz an diesen Schritt 4 dran, was da so alles an Eventualitäten sein kann. Okay. Anders sieht es hingegen aus. Wir haben oben stehen, der österreichischen Bundespräsidenten wählen, Wahl im Wahllokal. Und ich hatte ja vorher erwähnt, was ist denn eigentlich, ich war Auslandsösterreicher und Briefwahl und Wahlkarte und dann bin ich in einem anderen in einer anderen Gemeinde gerade, an meinem Zweitwohnsitz am Wochenende. Wie funktioniert das eigentlich? Und das wären jetzt so klassische Kandidaten, wo ich sage, oder wo ich als Domain-Experte weiß, ja, das läuft ganz anders ab, weil da muss ich erstmal was beantragen und da muss ich das bei der Post aufgeben und da gibt es kein Wahlsprengel und nichts bei der Briefwahl. Nee, es gibt doch einen Wahlsprengel, aber so, funktioniert ganz anders. Also immer, wenn ich sagen würde, ja, der Prozess sieht ganz anders aus, dann ein eigenes Bild. Und wenn ich sage, ja, eigentlich ist das ja dasselbe, nur im Schritt 4 wäre das ein bisschen anders, dann wäre das dasselbe Bild und eine kleine Notiz dazu. Genau, das war auch noch eine von den Sachen. Und du hast auch recht, Eberhard, dass das zu Redundanz führt, was ein Stück weit auch okay ist, was nicht schlimm ist und was auf der anderen Seite auch beheißt, man möchte gerne auch hier nochmal was rauskochen aus dieser und den anderen Stories. Das heißt also eine Context Map, wenn man die erstellt, dann wird man die aus mehreren Stories erstellen. Typischerweise sind nicht alle Kontexte in einer Domain Story drin, sondern finden wir dadurch, dass wir mehrere Stories angucken.
Ja, wobei, also was mir halt irgendwie geholfen hat, war die Aussage nicht, dass ihr halt irgendwie sozusagen die einfachen Fallunterscheidungen in Notizen packt und halt irgendwie sagt, nicht, das ist halt keine Variante. Und das führt übrigens, genau, das war auch noch eine Frage, die ich mir sozusagen aufgeschrieben hatte. Das war ja am Anfang irgendwie relativ klar erkennbar, dass Henning dann irgendwie gesagt hat, nicht, also das diskutieren wir irgendwie später und ich schreibe es mir irgendwie erstmal auf. Und das führt natürlich zu der Frage, was passiert denn damit? Und die Antwort ist halt offensichtlich, dann wird eben die Variante später in einem eigenen Ding hingemalt und ja, dann hat man seine eigene Variante an der Stelle. Ja, also das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis auch für alle, die das mal moderierend ausprobieren wollen. Am Anfang stürzen ja die Fachexperten oft mit allem raus, was passieren könnte. Und die Idee von so szenariobasierten Methoden ist, man erzählt einmal anhand eines konkreten Szenarios, wie es tatsächlich ist. Jetzt eben am Beispiel im Wahllokal und ich habe gültig gestimmt und ich habe meinen Lichtbildausweis dabei. So, und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich eben von dem Konkreten auch quasi in die Abstraktion gehen und überlegen, okay, was davon ist allgemeingültig und wo gibt es wirklich Varianten, die relevant sind, die ich mir nochmal extra anschauen muss. Genau, und da sagte dir ja auch, das sind irgendwie 3 bis 4 Fälle. Das hat Lisa irgendwie auch auf ihren Sketchnotes schön notiert. Und da kann man sich jetzt irgendwie vorstellen, dass das eben grob granulare Sachen an der Stelle sind. Genau, Genau, es geht super. uns auch nicht um Vollständigkeit an der Stelle. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Also das, was wir hier malen, ist nichts, was eine Maschine verstehen soll, sondern das ist was ein Kommunikationsmittel zwischen einem Fachexperten und einer Entwicklerin ist. Also auf der Ebene spielt das. Das ist nicht zur Kommunikation von Entwickler zu Entwickler und auch nicht von Entwickler zu Maschine. Also es muss nicht syntaktisch korrekt sein oder vollständig. Wenn man als Entwickler genug verstanden hat von der Domäne, dann sagt man, okay, jetzt höre ich auf. Das ist kein Selbstzweck, ist immer nur Mittel zum Zweck, um Software zu entwickeln. Genau, das führt eigentlich für mich zu der nächsten Frage. Das ist ja so ein häufiges Thema. Also, was mache ich jetzt damit? Also damals vor Corona wäre das hier jetzt tatsächlich an einem Whiteboard. Das heißt, das führt irgendwie zu der Frage, digitalisiere ich das? Pflege ich es irgendwie nach, wenn ich halt feststelle, das war irgendwie unsinnig und so weiter und so weiter. Also, ist das. Ja, und nicht, wenn ich es halt nicht weiter pflege, führt das halt zu dem Problem, dass es möglicherweise veraltet. Wie ist da die Idee? Also ist das, was mache ich mit dem Artefakt, nachdem ich es erstellt habe, und muss ich das sozusagen weiter pflegen? Also das ist natürlich immer eine Frage, wofür man das Artefakt erstellt hat. Wir haben jetzt schon so mehrere so Buzzwords genannt, in was quasi, welche Folgeergebnisse man daraus erzielen könnte. Also Bounded Context, Context Map, User Stories. Wenn ich nur an dem interessiert bin, ist das auch gut und dann muss ich vielleicht die alte Domain Story gar nicht weiter pflegen. In der Regel ist es aber schon so, dass man sich die irgendwann nochmal aufbehält. Also beim Whiteboard klassisch abfotografieren oder dann eben, wenn man es digital hat, macht man die in der Regel noch ein bisschen schöner, damit das etwas besser leserlich ist, damit die Pfeile nicht so kreuz und quer gehen, speichert das ab, packt das Bild oder so ins Confluence rein. Dann muss ich immer dazu sagen, ja, also schön und gut für die Leute, die dabei waren im Workshop. Wenn die nochmal das Revue passieren lassen, schauen sich die Geschichte an und sagen, ah ja, klar, hier Bundespräsidenten wählen, stimmt, so war das. Was ich nicht einfach so machen kann, ist, dieses Bild jemand zu geben, der nicht bei dem Workshop dabei war und sagen, ja, hier ist der Prozess, schau doch mal, ist doch alles klar, oder? Da muss man vorsichtig sein, weil das eigentlich nicht so alleinstehend als Dokumentation gedacht ist, sondern eher so als Gedächtnisstütze. Was wir dann oft machen ist, also ein konkreter Fall ist, wir stehen am Anfang eines Projekts, neue Domäne für uns, wir machen das, wenn wir selbst Software entwickeln wollen, unser Team startet klein mit 3 Leuten. Und über die Monate kommt dann jeden Monat irgendwie ein neuer Kollege dazu, bis wir 8, 9 Leute sind in dem Team. Und Teil des Onboardings ist dann, diese Domain Stories nochmal rauszuholen und einer, der bei dem Workshop dabei war, erzählt den neuen Kolleginnen und Kollegen, okay, das ist der Ausgangsprozess, das ist der Sollprozess und man spricht das genauso durch, wie Henning das am Ende von diesem Wahlprozess da gemacht hat und erklärt das Ganze nochmal. Und dann ist es wieder ein Gespräch, dann ist es wieder Storytelling und nicht einfach nur hier, schau mal, hier ist das fertige Ding. Achso, und deswegen passt der Begriff Storytelling an der Stelle auch gut. Wenn ich jetzt irgendwie herausfinde, dass dieser Prozess, wie der Bundespräsident gewählt wird, in Wirklichkeit völlig anders aussieht, dann müsste ich ja dieses Dokument anpassen. Ist das eine reale Gefahr? Und mache ich das dann?
Und wie mache ich das? Also insbesondere, wenn ich halt das Ding sozusagen nur abfotografiert habe, müsste ich es ja jetzt komplett nochmal von vorne erstellen. Also wenn es einen Grund gibt, das anzupassen, würde ich sagen, ist das doch eine gute Gelegenheit, das nochmal von vorne zu erstellen mit den Leuten. Also um auch nochmal klar zu machen, dass jeder die Änderung verstanden hat. Ne, also das kann ja auch einen Wert haben, das nochmal zu machen. Klar, nur, also der Hintergrund der Frage ist halt einfach, ich glaube, als Softwareentwickler und Entwicklerin hat man irgendwie so den Drang, das zu ändern und nicht Ja. irgendwie komplett neu zu machen. Und deswegen fragte ich halt nicht, also wie gehe ich damit um? Und deswegen ist für mich halt der andere Teil der Frage eben auch, ist das etwas Typisches? Also wenn ich jetzt irgendwie jeden Morgen dieselbe Story nochmal irgendwie aufmale, dann ist das möglicherweise nur begrenzt lustig. Also dann deswegen ist tatsächlich das so, dass solche Werkzeuge wie hier dieses Egon.io und so auch im Offline-Setting gerne eingesetzt werden von Entwicklerinnen und Entwicklern, die keine Wiederholung haben wollen, sondern die gerne was nehmen wollen, was sie ändern können. Zu der Frage, tritt das oft auf mit der Änderung? Das kommt darauf an und das hängt davon ab, ob man die richtigen Leute mit dabei gehabt hat. Nach meiner Erfahrung ist es so, wenn du die echten Fachexperten dabei gehabt hast, die wirklich verstehen, was los ist, dann ist der Änderungsbedarf hinterher gering. Wenn man nur mit Technikern zusammengesessen hat, dann kommt typischerweise was raus, was man sich auch hätte sparen können hinterher. Okay. Eine Frage ist noch aufgetaucht, das ist dann vielleicht auch sozusagen ein ganz guter Abschluss von Verbaut hier auf Twitch. Habt ihr ein Bauchgefühl, wie lange so eine Session maximal dauern sollte? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr anstrengend sein kann. Das also kann anstrengend sein, kann aber auch viel Spaß machen. Also ein Bauchgefühl ist, also für so einen Prozess, gut, der war jetzt relativ klein, also häufig hat man dann bei so Grobprozessen irgendwas von einem Dutzend, 15 Schritte oder so und man hat Teilnehmer, ja, 5, 6, 7, 8 Personen, so ist in der Größenordnung. Und dann kann man so einen Ist-Prozess in, wenn man ein bisschen Erfahrung hat als Moderator, in so 30, 40 Minuten kriegt man den hingemalt. Das geht ganz gut bei Ist-Prozessen. Und dann mache ich halt oft so Workshops, dann so 1,5 Stunden und dann kriegt man in der Regel vielleicht so drei Prozesse gut modelliert. Und das reicht vielleicht dann auch schon, um diesen Wahlprozess abzudecken. Also Wahl im Wahllokal, Briefwahl und Wahlkarte. Da würde man nämlich auch feststellen, dass Auslandssystem Briefwahl eigentlich sehr ähnlich ist. Also das kann man vielleicht mit einer Variante abdecken. Und das ist es dann auch. Bisschen länger dauert es in meiner Erfahrung bei Sollprozessen, weil da ja eben auch so viel Prozessdesign noch mit rein spielt und viel mehr diskutiert werden muss. Man kann solche Sessions auch einen halben Tag und einen ganzen Tag machen, ohne dass es so schrecklich anstrengend ist, dass man hinterher es nie wieder tun will. Dann muss man sich natürlich Pausen geben und muss sehen, also muss auch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wann das Ende des Tages erreicht ist und man sagt, okay, man muss es für heute erreichen. Was, glaube ich, wichtig ist dabei ist, man wird nicht einen ganzen Tag oder auch nur einen halben Tag mit einer Story verbringen, sondern dann sind es eben mehrere, so wie Stefan eben sagt. Genau. So, zwei kurze Fragen noch. Also eine kurze Frage ist noch, ist Egon eigentlich ein cleveres Akronym, das ich nicht verstehe von Verbauti? Nee, also man merkt vielleicht auch, wenn man auf das GitHub-Repository schaut, dass das noch nicht so heißt. Also wir haben einfach, das Ding war am Anfang namenlos und hieß irgendwie nur Domain Story Modeler und dann haben wir gesagt, das muss irgendwie mal einen richtigen Namen kriegen und es ist halt Egon geworden. Also kann man in verschiedenen Sprachen gut aussprechen. Domain war da. Ja, man kann, wenn man will, an den österreichischen Maler denken, muss man aber nicht. Genau. Gut, und Aus keiner dann Gründen. eine Sache noch, ihr habt ein Buch über das ganze Thema geschrieben und da gibt es für die Leute im Stream irgendwie auch einen Rabattcode. Oh ja. Genau, wie lange, also könnt ihr was dazu sagen, was kostet das und wie lange ist der Rabattcode sozusagen gültig an der Stelle? Helling hat den Rabattcode erstellt und schaut, glaube ich, gerade in Berlin Pub. Also das ist ein E-Book. Ja, genau, da im Miro-Board ist der Link drin. Genau, ich habe den auch gerade in den Chat getan.
Da findet genau. ihr den. Also es ist so, das Buch ist, du hast eben gesagt, wir haben ein Buch geschrieben. Das stimmt nicht ganz. Wir sind dabei, ein Buch zu schreiben. Das ist ungefähr 90%ig fertig. Und man kann es sich aber schon trotzdem runterladen. Also es wird hoffentlich auch irgendwann auf Papier erscheinen, aber jetzt kann man es erstmal digital als E-Book haben, hier auf dieser Plattform Leanpub. Da ist die Idee von, man kann eben Bücher schon während des Schreibens auch lesen. Und wir glauben, dass da auch schon eine ganze Menge drinsteht, was schon sinnvoll ist. Normalerweise kostet es $15 da und hier mit dem Rabattcode kostet es 10. Und der okay. gilt bis Ende des Jahres. Gut, super. Noch irgendwas, was ihr loswerden wollen würdet? Wir sind so schlecht im Werbung machen. Henning, wir machen einen Workshop im Dezember mit Domains, mit DDD Europe gemeinsam auf Englisch, 2 halbe Tage. Vielleicht sollte der Link dann auch nochmal irgendwo hin posten. Genau, packen wir auch sonst in die, ja. gerne bei, in die Beschreibung bei YouTube für die Aufzeichnung. Genau. Gut, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank für die ausführliche Darstellung und für die Demo. Und wir sehen uns dann. Nee, ja, genau. Ich weiß es gar nicht. Guckt auf Twitter. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich die nächste Woche geplant habe. Ich glaube, ach so, genau. Nächste Woche wird leider ausfallen, weil ich es weder Donnerstag noch Freitag hinbekomme. Und Anfang der Woche war mir der Abstand zu kurz. Also, nächster Termin wäre übernächste Woche. Vielen Dank. Eberhard, danke. Eberhard. Und bis dahin. Ja, Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.